Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Special Event, nämlich Dominaria Standard Shake-Up. Wir haben das Standardformat in diesem Spezial-Event, wo man wunderbare neue Basic Land Arts bekommen kann und auch das Insel von Unhinged. Zusätzlich noch 1000 XP, das sind die natürlich auch sehr gerne. Ja, kostenloses Event wieder, das ist eigentlich ziemlich nice so. Und ja. Das Besondere an diesem Event ist, dass das Standardformat mit einer Bannliste belegt wurde. Heißt, einige Karten sind nicht erlaubt. Und dementsprechend wurden einige Decks auch dementsprechend kaputt gemacht, könnte man einfach behaupten. Zum Beispiel White Weenie, Banalish Marshal und History of Benalia. Zwei gute Karten, die White Weenie ziemlich stark treffen. Curious Obsession, Brineborn Cutthroat. Die treffen eher die Flash-Spieler, Simic Flash oder auch Tempo, Blue Tempo. Zorin trifft ganz hart das Vampire-Deck, was ziemlich gerade top-notch ist. Arclight Phoenix. Tja, ist es, würde ich sagen. Runaway Steam can light up the stage, Goblin Chainwhirler, Mono Red, Agro. Rekindling Phoenix, jegliches rotes Midrange-Deck. Oder Gruuliges, Nissa, viele Decks. Wildgrowth Walker, Golgari, Field of the Death ist raus. Das bedeutet, es gibt kein Landdeck. Teferi sind raus, beide. Ja, beide sind raus. Das bedeutet kein... Und Gedanken auslöschen, ganz besonders. Das bedeutet, ja, Control, Esper Control, ja, das sind wichtige Karten, die da rausgeschmissen wurden. Können natürlich, man muss dazu sagen, die Decks sind alle noch verfügbar. Die sind halt stark geschwächt, aber sie funktionieren noch. Feather, das Feather-Deck ist schlechter geworden. Hydrid Crisis macht einige Decks stärker, in dem Fall nicht. Risen Reef, Elementar-Decks fallen aus. Genau. Now this is the place where legends are born. If you want to make a name for yourself in the multiverse, Dominaria is definitely the place to start or destroy. Either way, your wizard here is promised to be one for the history books. So. Das Schöne ist, für das Event wird auch gleich angezeigt, was ich spielen könnte. Also Ravnica Raktos würde funktionieren. Mein Elf Ball Deck würde funktionieren. Vivin Stompy würde funktionieren. Die Yundinos. Also das ist eigentlich eines der wenigen Metadecks, das ungescholten davor kam. Die Dinos dominieren vielleicht gerade dieses Matchup. Und dementsprechend mein neu gemachtes Black Killer, das wir ja schon gespielt haben, sollte eigentlich in dem Format auch nicht schlecht sein. Wobei, gegen Yund würde ich wahrscheinlich auf die zwei Karten verzichten und wahrscheinlich, ja, das können wir sogar machen. Wir schmeißen Cry raus, machen Golden Demise voll und tun dafür noch zusätzlich Walk the Plank rein. Genau, Walk the Plank. Weil das besser ist als ein Golden Demise gegen Dinos. Ich glaube, dann nehme ich noch ein Walk the Plank. Schön. Generell, man könnte ja eigentlich, ja, man könnte sich so denken, Standardformat von M20 ist also nicht mehr möglich. Gehen wir halt zwei Editionen zurück. Was war denn da gut? Ein Mehrvolk-Deck zum Beispiel. So in etwa könnte man auch denken. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal mit Black Killer. Okay, okay. Ihr habt es vielleicht gesehen, das Black Killer Deck habe ich ein bisschen mehr in Richtung Early Game getriggert. Also es gibt jetzt mehr Karten, die das Early Game bevorzugen. Oh, White. Nur noch White Weenie. Oh, ich liebe es. Es gibt ja im Moment so ein interessantes Fliegerdeck. Also da gibt es ja lauter fliegende Kreaturen, was eigentlich nicht schlecht ist. Das habe ich häufig auf dem im Rank gesehen. Aber noch nicht wirklich in der Meta angekommen. Aber nein, das ist einfach nur ein Live-Game-Deck. Das macht nicht. Dafür haben wir Walk the Plank drin. Blub, blub, blub. Ach, das ist cool, dass sie immer mehr Karten mit Effekten machen. So, Healer's Hawk. Ist eine gute Karte. Okay, ist das ein Fehler gewesen? Ich glaube ja. Gut.
Ach, das wird hervorragend. Massacre Girl wird hier Vernichtung pur bereiten. Ach, spiel mehr, spiel mehr. Mach dein Board groß. Mach es groß, ja. Mehr, mehr, mehr. Ja, kriegst dein Life Gain, das ist okay. Unser Gegner, die Verzweiflung ist real. Ja, why not? Ich hätte zwar für Playcrafter den auch opfern können, aber naja. My turn. Willkommen in der Verzweiflung. Schlitz, 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 Schlitz. Ich hätte noch warten können und schauen können, was er noch spielt. Aber ich glaube, ein Massacre Girl ist stark genug. Ja, Mörder. Kein Thema, kein Thema. Alles gut, alles gut. So, wir schauen uns mal an, was er hat. Jump straight. Irrelevant. Absolut irrelevant. Ja, spiel deinen Jump straight. Die Frage ist, was spielt er sonst noch? Was? Komm, wir spielen mal was. Tun wir so, als hätten wir sonst nichts auf der Hand. Eigentlich ist es... jetzt ist es ein Control-Match. Ja, er kriegt Life-Gain. Schön für ihn. Memory to Folly. Ja. Könnte ich tatsächlich nutzen. Was hole ich mir denn da zurück? Im Moment habe ich keinen Bedarf, irgendwas zurückzuholen. Ah, Seeker Scribe. Habe ich reingetan als nützliche Ergänzung, weil einerseits brauche ich ja viele Länder in diesem Deck, andererseits... Oh, das ist immer gut, so eine Möglichkeit zu haben. Ja, ja, gerne. Der Explore-Effekt ist wichtig. Jawohl. Ah, hervorragend. Sexuell. Jawohl. Ich habe extra gewartet. Ich habe keine Eile. Ich habe absolut keine Eile. Das Massacre Girl wird's richten. Oder... Das ist auch nicht schlecht. Oh ne, Massacre. Du hast interessant getappt. Interessant wurde getappt. So. Dadurch kriege ich... Genau. Kriege ich den Segen der Stadt. Das war wichtig. Jetzt kann ich Karten ziehen. Ja, jetzt habe ich Karten. Ja. Proliferate. Ja. Kannst du machen. Wenn du möchtest, kannst du es machen. Halt. So, dann können wir nämlich für 5 so machen. Okay. Okay. Der Märtyrer of the Cause ist irrelevant. Der hat ein einfaches Life-Gain-Deck. Gegen was? Monored ist nämlich geschwächt. Monored ist nicht aktiv. Ja, kann uns eigentlich egal sein. Das ist eine gute Karte. Proliferate. Moment. Wäre er klug? Naja. Wobei, ob das klug ist, eine andere Sache, aber er hätte die Möglichkeit gehabt, auf Elders Reborn einen Token zu setzen. Dadurch hätte er keine Karte abwerfen müssen im nächsten Zug, wenn ich dran bin. Sehr viel Life Gain. Sehr viel Life Gain. Der wird wahrscheinlich... Oh, der wird auch die Karten haben, die Life Gain neben Pride Mate auch noch gut machen. So. Ah. Alt. Z. Nein! Z. Das war ein Mist aber auch. So. Wir ziehen eine Karte.
Bonju ist was Feines. Super Feines. Ja. Dumm. Ziehen 5 Karten. Holy moly. So, mein Gegner. Es ist Zeit aufzugeben. Das Ende ist nahe. Sehr nahe. Das Kabel Stronghold habe ich dadurch schwach gemacht, aber naja. Dafür habe ich halt alles in der Hand, was ich brauche, um einen White Creature Spieler fertig zu machen. So, mit den neuen Ländern, die ich gerade erspielt habe, frisch ausgestattet, geht's los. Okay, wir können uns gleich mal anschauen, was unser Gegner so spielt. Ah ja, Kiora oder Askas Contempt. Kiora ist gefährlich. Nicht viele Länder. The Plank kann mir helfen, einen wie Nicol Bolas loszuwerden. Golden Demise ist da in diesem Kampf nicht sehr nützlich. Okay. Grixis. Und ich habe keinen Mana. Das ist bitter. Mana-Screw zu sein, ist sehr bitter, weil... Golden Mais weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist was Feines. So. Machen wir mal, dass er auf jeden Fall zwingend Raskas... Oh, er muss nicht zwingend Raskas Contempt spielen. Drug Presence ist keine Gefahr im Moment für ihn. Das wäre sogar... klug auf was anderes zu warten. Na gut. So hat er seinen Zug genutzt. Und wir nutzen unseren. Allerdings wäre es auch klug gewesen, Walk the Plank zu spielen. Da kommt der nächste. My army will envelop this world. Opfer dich. Yes. wir hätten einen Nicol Bolas zurückbekommen. Oder wenn er sie getötet hätte, hätten wir sie zurückbekommen. So, ich darf wieder anfangen. Das ist ein schönes. Ja, die Länder sind zwar ein bisschen dürftig, aber sonst sieht die Hand interessant aus. Weiß. Liegen. Das ist was Feines. Ich habe keinerlei Massenremove. Das ist nicht so gut. Vielleicht ziehe ich einen nach. Oder ein Land. Land ist auch nicht schlecht. Oh ja, mit Red Presence ist Land echt nicht schlecht. Okay. Targets you. Warum hat er nicht mit der angegriffen? Man weiß. Das counters you, das targets you. Habe ich da etwas, was ihn target? Okay, das ist super. Das ist sehr super. Oh ja, Dread Presence bedroht ihn jetzt sehr stark. Wenn er nicht die loswerden kann, dann wird es jetzt übel für ihn. Andererseits, wenn er sie jetzt los wird, hat er wahrscheinlich nicht... Oh... Ich ziehe eine Karte. Und dann spielen wir das. Dann kommt als nächstes Liliana. So. Hervorragend. Ja, als nächstes Liliana und dann geht's ab. Soll man ein paar Kreaturen spielen, würde ich sagen. Oh ja, draw. Okay. Hopp, Länder. Ja, Kreaturen meine ich natürlich. Ja.
discard a card. Die Frage ist, was wollen wir jetzt machen? Will ich eine Karte ziehen? Tatsächlich. Ja, warum nicht? Liliana, sorge für seinen Untergang. Okay, ich darf wieder anfangen. Jetzt kommt endlich meine 70% Second als zweiter Anfang Raid zu gelten und im Event kriege ich nur First Picks. Katze, du musst auf den schwarzen. Genau. So, und jetzt schauen wir mal, was unser Gegner spielt. Er hat schon eine Karte abgeworfen, dann soll er mal auch mal Calamity, ja, sehr gut. Dann soll er es auch loswerden. Okay, er hat das. Dann hat er erstmal im zweiten Zug nichts. Ihm fehlt ein Land aktuell für das im dritten Zug spielen. Wir haben einen typischen Blocker, der größer wird. Ja, bitte. Sehr gut, sehr gut. Da wird es schon schwieriger, an dem vorbeizukommen. Seeker Squire. Und wir können mit Walk the Plank eine Kreatur loswerden. So. Wir machen noch eine Kreatur weg, weil was soll's. Warum auch nicht? So, wir brauchen ein Land. Ein Land wäre sehr wichtig. Okay, jetzt ein drittes Land gezogen. Was ist das? Das ist das. Kein Doppelblock. Okay. Warten wir auf den nächsten Zug. Ein Land. Jetzt wird er seine Elementare spielen, hoffe ich doch. Wir räumen ein bisschen auf. Und dann hoffen wir, dass er nichts spielt, weil dann kann ich mit Playcrafter auch den Flieger loswerden. Ah, das geschafft. Ja, den muss er angreifen. Ein Land. Finally, finally. Sehr schön. Ah, oh, jetzt brauche ich Länder. Gut, Länder brauche ich schon die ganze Zeit. God Eternal Bontu zum Beispiel könnte mir gute Dienste leisten. Ah, schön. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Greifst du noch mit dem anderen an? Nein, das ist so schade für dich. So, ich weiß, was ich spiele, wenn ich kein Land ziehe. Ich weiß, was ich spiele, wenn ich ein Land ziehe. Oh ja. Ich habe gerade überlegt, wen ich überleben lassen will, Playcrafter oder Seeker Squire. Seeker Squire ist mir gerade wertvoller. Okay. Weil der hat mehr Leben. Er hat auch Schocks. Und mit dem Schock allein. So, Chandra Spitfire. Ah, das macht Damage. Das kann noch mehr Damage machen scheinbar. Er hat noch was in der Hand. Aber hier kommt das, was ich brauchte. Liliana! Jetzt kriege ich diese lästige Kreatur los. Und ziehe noch eine Karte. Ah, kommt da ein Schock? Hat er einen Schock gezogen? Ja, hat einen Schock gezogen. Ist das nicht herrlich? Oh, yes. Nein. Das ist...
spielen dich. Du, du und du können gehen. Du kommst noch ins Spiel. Sehr gut. Zwei Blöcke. Library. Okay. Eine weniger. Und da kommt gleich noch eins. Die Eldest Reborn. Und die kommt weg. Wir spielen das nochmal. No attacks. Was spielst du? Ah, noch einer. Okay, okay. Das ist ein Out. Das war sein Out. I require servants. Your corpse will volunteer. So, wir gönnen uns Leben. Leben. Sehr nice. 5 Leben wieder. Das ist was Feines. Okay. Ah, damit haben wir den Aggro-Spieler platt gemacht. Okay, mein Gegner darf anfangen. Wir haben... die Hand ist nicht so toll. Aber als Zweiter ziehen wir neue Karten. Also kann noch was draus werden. Bisher reapen wir uns richtig durch die Gegner durch. Unaufhaltsam, mein Deck. Hier in der Schattenmeter ohne die Premium-Karten ist dieses Deck Premium. Oh. Unser Gegner hat gemalt. Das ist schön. Adando Vanguarde, das ist auch schön. Adando Vanguarde ist kein Problem, absolut gar kein Problem. Oh, wobei, wenn das Ors auf Vampire sind, hätte ich lieber nicht Gold in die meisten. Das ist gut. Ja. Was ist das? Ein White Weenie oder so? Ich will geduldig sein. Ich glaube, da können wir mehr rausholen. Mit Golden Demise. Oh, unser Gegner ist Mana Scrooge. Das ist so super. Ein weiteres Legion's Landing. Das ist natürlich sehr schlecht für mich. So. Ach was, wir machen das? So, wir machen es effizient. Super effizient. Wir brauchen gerade keine Karte ziehen, aber die gegnerische Kreatur ist vernichten. Das geht immer. Ah, er hat ein drittes Mana. Kann er damit was bewirken? Oh ja, der will was zerstören. 3 Mana, Mortify. Ja, ist in Ordnung. Leider kann ich zwar dadurch nichts töten, aber naja. Ich hätte Kavalier auf Knight spielen sollen. Ja, das wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Einfach eine 4-5. Im nächsten Zug musst du was abwerfen. Walk the Plank. Killed, Plaguecrafter killed, Cavalier of Night, den Cavalier of Night killed, Gideon, Blackblade. Ah, das ist okay, Gideon ist okay. Gideon ist tot. Gideon kommt auf meine Seite.
Ja. So. I have come for vengeance and blood. So. Na gut. Gideon Blackblade. I march into battle as your champion of justice. I will lend you my strength. Spielen wir ihn jetzt. Kavaliere, Kavallerie of Night. Nein. Ich muss nichts opfern. Ich hätte eigentlich erst spielen können und dann noch, egal. Oh. Okay. Vernichten wir unseren Gegner jetzt endgültig. Ah, keine Zufälle. Wir vernichten auch Soren. Ja, wir vernichten alles. Seine komplette Existenz. Zeit für einen Endboss. Der letzte Gegner auf dieser Reise. Erstmal die Katze umstellen, damit sie Glück bringt. Oder den Tod und Verderben. Ich hasse es. Es ist dauernd auf der roten Katze. Das kann man das nicht einstellen, dass es... Naja, egal. Mein Gegner fängt an. Mhm. Wir haben einen Removal für Anfangskreaturen, sonst haben wir sehr teure Karten. Schauen wir mal. Grün. Ah ja, das ist schon mal gut. Seeker Squire ist echt gut. Entweder sie zieht eine zusätzliche Landkarte, was ziemlich gut wäre in dieser Hand. Oh, Gruul. Oh, jetzt haben wir die Dinos. Okay. Entweder ziehst du eine zusätzliche Landkarte oder... Und stirbst dafür dann nächsten Zug, oder? Ich glaube, gegen Paradise Druid kann ich Massacre Girl gebrauchen. Außer Mr. Seeker Squire so am Leben. Gut, wäre es auch so, aber naja. 4 Mana. Nicht der Threshold, den ich brauche. 5 Mana ist so die Grenze, die mich glücklich macht. So, eine 6. Na gut. Jetzt hätte ich dann doch lieber nicht Seeker Squire, sondern den anderen. Der mit seinem Death Touch. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Wir müssen leider... Nullheit Ferox ist geschützt. Nullheit Ferox ist geschützt. Cavalier of Night kann nichts machen. Ich könnte jetzt sehr gut einen Walk the Plank gebrauchen. Walk the Plank wäre die Lösung. Ich glaube, mein Gegner merkt gerade, er kann gerade seinen Domri nicht spielen. Und dass sein Paradise Druid weg ist, ist scheinbar ein Problem. Oder auch nicht. Na gut. Immerhin. Paradise Druid. Okay, dann halt Ferox nochmal. Greift er an. Das ist eine gefährliche Sache, was ich hier mache. Ultra gefährlich. Massacre Girl. Im nächsten Zug. Ja, das ist gut. Im nächsten Zug Massacre Girl ist echt nicht schlecht. No Blocks. Mit Hilfe von Massacre Girl können wir Nullheit Ferox doppelblocken. Das war nicht das Einfachste. Mhm, mein Gegner spielt nichts. Na gut. Ja, er sieht's ja schon, was kommt. Das Schöne ist, danach kommt...
Ah, da will jemand Seeker Squire killen, oder wie? Das macht nichts. Akzeptieren wir es einfach, was passiert ist. Und hoffen, dass jetzt er noch eine Kreatur spielt. Das wäre schön. Können wir sonst noch was machen? Nee. Wird langsam zu viel. Er hat Schocks und so einen Scheiß. Lenowolf. Das ist nicht gut. Ah, das ist sehr gut. Puh. Das ist dann doch gut. Ein Glück, dass er gerade nur einen Lenowolf ausgespielt hat, ansonsten. Ah, können wir opfern. Impressive, isn't it? Eigentlich hätte ich einen Zombie machen sollen. Allerdings, wenn er einen Zombie losbekommt, dann habe ich ein Problem. Hm, ja, doch. Hätte ich ein Problem gehabt. Ein weiterer Nullheit Ferox. Dann walk the plank. So, mein Freund. Yes. Rise. Nullheit Ferox stirbt. Gereapt wurde er. Oh ja. I find a use for you. So, jetzt haben wir einen Spieler, der große Kreaturen spielt gegen mich. Der große Kreaturen zu Fall bringt. Oh. Fine, I'll leave. Fine, I'll leave. Stimmt ja, wir haben jetzt Arch. Die Arch haben wir. Warum nicht? Ja. Oh, cheat, mein Freund. Cheat. Du bist eine losgeworden. Wie wird's mit einer zweiten? Schaffst du eine zweite auch? Das Schöne ist, ich kann sie mit Walk the Plank spielen. Also selbst wenn er das Große spielt. Das wird herrlich. Vivian Reed. I didn't live through hell to lose to you. I've seen things that would break okay. Someone like Vivian you. Vivian Reed kann ich nicht sofort loswerden. Das ist blöd. Aber was sucht sie schon? Ah, schade, ich kann sie nicht loswerden. Ich bräuchte Opfern. Playcrafter bräuchte ich. Das war eine Niete, würde ich mal behaupten. If I were you, I'd just putrid, but effective. Sehr schön. Jawohl, wir haben ihn besiegt. Die grüne Macht, die Gruul-Armee konnte nichts gegen den Tod und den Verfall ausrichten. Hervorragend, hervorragend. Und damit waren wir siegreich und haben das Inselland gewonnen. Wobei, der Sumpf gefällt mir auch, den ich gleich als erstes bekommen habe. Die Gebirge haben mir auch gefallen, also schöne Länder sind da dabei, auf jeden Fall. Und mit dem Black Killer Deck ist das sehr genüsslich, da durchzureapen, weil es gibt einfach keine so professionellen Decks, zumindest zu Beginn des Events. Vielleicht, wenn man einen Tag wartet, haben sich schon ein paar Meta-Decks des Events gebildet, aber jetzt im Moment, wie ihr sehen könnt, reapen wir uns durch die Masse durch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.